Hallo. Neulich wurde wieder ein Diktator vom Internationalen Gerichtshof wegen Massenmord verurteilt. Ja, das ist das Unangenehme am Krieg führen. Zum Schluss bleiben immer noch Menschen übrig, die die Verantwortung dafür hatten. Damit aber ist es nun bald vorbei. Schon heute werden militärische Kampfeinsätze vom Studio ausgeführt. Da sitzen ein oder zwei technische Mitarbeiter am Steuerpult und lenken die Kampfdrohnen mit ihren Joysticks, also Freudenknüppel, ne? Direkt und Zentimeter genau ins Ziel. Die Drohne, nee, das ist ein falsches Bild, ein anderes Bild. Die Drohne überträgt Ihnen vielleicht noch ein Bild. Es gehen gerade Zivilisten, Frauen und Kinder in das Gebäude des Feindes hinein, aber die Techniker lenken die Rakete der Drohne mitten hinein. Ein Feuerball, das Gebäude fliegt in die Luft, der Rauch verzieht sich und es liegen Leichen herum. Das alles läuft aber ganz stumm, alles ohne Atmung. Dann schalten die Techniker ihre Apparate aus, gehen nach Hause und essen Abendbrot. Das Dumme ist nur, ein Rest Verantwortung bleibt ja doch noch. Und zwar bei denen, die den Freudenknüppel bedient haben und bei denen, die den Einsatzbefehl dazu gaben. Aber auch das Problem wird bald gelöst sein. Wissenschaftler arbeiten an Robotern, die einen ganzen Krieg allein planen und führen können, ohne dass Techniker sie bedienen müssen. Die Roboter erkennen ganz allein, wann und wo sie zum Beispiel einen prophylaktischen Angriff starten können. Und kein Mensch muss sich noch für die Toten verantwortlich fühlen. Haben Sie neulich Ursula von der Leyen gesehen, wie sie fast schon heiter dem Bundestag erklärte, dass Kampfeinsätze von Drohnen auch für uns jetzt möglich sein müssen? Ich kann mich ja täuschen, aber es kam mir so vor, als wenn es sich gar nicht um eine lebendige Frau gehandelt hat, sondern um eine programmierte Barbie-Puppe, dass von Deutschland nie wieder ein kriegerischer Angriff ausgehen darf. Das haben die Programmierer wahrscheinlich im künstlichen Gehirn dieser Puppe schon gelöscht. Aber trotzdem, liebe Freunde, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Was denn auch sonst?